Also wir sind sehr wenige Mädchen im Nachwuchs und auch in Deutschland viel zu wenig Mädchen. Ich glaube, die Frauenpower am Berg braucht man immer. Also es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht auf jeden Fall. Und einfach ein weiterer Schritt zu meinem großen Traum, dann bei Olympia irgendwann starten zu dürfen. In Italien hoffentlich, dann in 2 Jahren. Und auf jeden Fall bin ich sehr glücklich darüber. Also Slopestyle ist im Prinzip Trickskifahren. Also man springt über in dem Fall 2 Kicker und macht verschiedene Spins, also Drehungen, langt an die Ski dabei. Und außerdem gibt es noch die Rails, also Stangen, über die man drüber fährt. Und da kann man auch wieder drauf hüpfen oder sich runterdrehen. Ich schätze, das ist der Ride-Dreier Mute. Also das ist eine ganze Drehung nach rechts und mit der Hand einmal am rechten Ski sozusagen überkreuzt. Schwer zu sagen, weil ich immer schon so ein bisschen was gemacht habe in die Richtung. Ich war Freeriden oder so. Aber ich glaube, so mit 8, 9 Jahren war so wirklich der Moment, dass ich gesagt habe, das macht mir am meisten Spaß am Skifahren. Es ging erstaunlich gut, besser als man denkt. Also 6 Wochen Pause, keine Schiene, keine Krücken. Und danach war es eigentlich wieder gut. Ja. Also ich glaube, es ging bei mir relativ schnell, weil ich wusste, wo der Fehler lag und was ich besser machen kann. Und deshalb hatte ich da nie so die Probleme. Vielleicht auf dem einzelnen Kicker, genau da, wo ich den Fersenbruch hatte, habe ich schon Respekt davor, aber keine Angst. Also wir sind sehr wenige Mädchen im Nachwuchs und auch in Deutschland viel zu wenig Mädchen, die überhaupt nachkommen. Und es gibt einfach, diese Community ist sehr wichtig und es ist das Beste, was man beim Skifahren haben kann, dass man viele Frauen um sich hat. Klar sind Jungs auch immer witzig und es ist witzig, mit allen unterwegs zu sein, aber ich glaube, die Frauenpower am Berg braucht man immer. Ja, also wir hatten gutes Wetter, wir hatten Sonne und kaum Wind. Die Landungen waren am Morgen sehr perfekt, generell der Kurs. Ich glaube, besser geht's fast gar nicht. Es war am Ende vielleicht ein bisschen eisig, aber die letzten Trainingstage auch und deswegen eigentlich ganz gut handelbar. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Kontakt international ja, ist sehr wichtig in jeder Sportart und auch die Verknüpfung zwischen den einzelnen Disziplinen ist natürlich mega wichtig dann auch für die Zukunft. Also ich bin nicht wie die meisten anderen Sportlerinnen und Sportler auf einem Sportgymnasium, sondern auf einer ganz normalen Schule in Ismaning. Und da ist es wichtig, dass ich halt jede Schulbefreiung unterschrieben bekomme, die ich auch brauche für Wettkämpfe oder Trainingslehrgänge. Und mein Direktor und auch meine Lehrer sind da sehr freundlich und helfen mir bei allem. Und ich kriege alle Sachen immer geschickt. Und dann bin ich aber hoffentlich ab Mai, Juni diesen Jahres mit meinem Abitur fertig. Vielen Dank, Herr Martini, dafür, dass ich hier sein kann in Südkorea. Wie gesagt, ich glaube, hier diese Gemeinschaft, dass sich jeder für jeden irgendwo freut, finde ich sehr, ja, schön zu sehen, über die Disziplinen und Geschlechter verteilt, und macht mich irgendwo glücklich, dass sich jeder für jeden freut, und gibt dann noch mal so einen extra Funken zur Medaille dazu. Ich habe noch einen Wettkampf in 3 Tagen, Big Air. Das ist dann in dem Fall ein großer Kicker, über den man verschiedene Tricks machen kann. Und mein Ziel wäre auf jeden Fall wieder Finale und ja, eventuell noch mal eine Medaille.